So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute stellen wir euch hier die Agrisem Boss vor. Hier ist der gute Eike, der wird auch mit mir hier heute so ein bisschen durch die Videos gehen und euch das Ganze vorstellen. Einmal mal das Technische von außen. Also ihr wisst ja, ich bin nach wie vor immer noch auf der Suche nach einer Direktsaat-Drillmaschine. Und muss man auch sagen, von den Drillmaschinen, der Direktsaat-Bereich ist der spannendste überhaupt, weil da gibt es wirklich krasse Unterschiede zwischen den Herstellern. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Vielleicht eine kleine Anmerkung, die wurde mir gerade gesagt, das Ding heißt nicht mehr Sly, sondern nur noch Agrisem Boss. Genau. Genau. Erklär doch einmal kurz, wie kommt es dazu, wie ist die Umformierung, wie wird das in Zukunft laufen? Genau, also im Endeffekt die Firma Agrisem aus Frankreich hat die Firma übernommen, hat damit jetzt quasi komplett auch die Produktion von den 3-Meter Maschinen bis 6 Meter und in Zukunft auch größere Arbeitsbreiten und damit heißt sie jetzt Agrisem Boss. Hat auch zum Teil dann in den Farben ein neues Branding. Genau. Und deswegen kommt es jetzt dazu, das Char ist in dem Fall jetzt altbewährt und sogar noch überarbeitet. Das heißt quasi, dass es jetzt auch dann optimiert ist für größere Mengen. Genau. Ich war letztens schon im Gespräch und habe gesagt, ja, ich krieg da die Boss von Agrisem. Und dann sagt er auch so, ja, Boss ist schon ein erhabener Anbaugerätename. Wenn du so sagst, so, ich fahre mal mit der Boss los, dann bist du auch schon wirklich der Chef auf dem Acker, ne? So, aber stell uns das Gerät doch einfach mal im Groben vor. Was haben wir hier? Was können wir damit? Genau, also wir haben einmal die 6 Meter Ausführung, also die klassische Maschine für den Marktfruchtbetrieb. In diesem Fall 1875er Reihenabstand. Und das Herzstück natürlich das Undercut-Char, was die Maschine auszeichnet. Das Besondere an diesem Char ist eben, dass es eine doppelt angestellte Scheibe ist und wir dadurch einen Unterzug haben, der wirklich stark ist, der es uns ermöglicht, mit einem Haltedruck zu fahren und dass wir keinen klassischen Chardruck brauchen. Und wir damit eben auch eine sehr, sehr gute Antwort haben auf die Probleme, die im Direktsaat- oder No-Till-Bereich immer wieder auftreten. Hairpinning, dass die Furche, der Seehorizont bzw. der Seeschlitz nicht richtig geschlossen werden kann und solche Sachen. Da arbeiten wir in diesem Fall einfach mit der Physik und nicht gegen die Physik. Bevor wir jetzt genau nochmal zu dem Char kommen, das ist ja das Herzstück, sag mal grundsätzlich was zu den Tankvolumens, in welchen Kombinationen wir fahren können und in welchen Variationen können wir fahren. Also ein Tank vorne, ein Tank hinten. Erklär mal einfach mal das grundlegende Prinzip so. Genau, also die Maschine ist erstmal modular aufgebaut, dadurch auch das Tankdesign, dass man das konfigurieren kann. Wir haben in diesem Fall jetzt zweimal 2000 Liter und wir können mit dieser Ausstattung jetzt von jedem Tank an jeden Seebalken und haben dadurch quasi die Möglichkeit, dies frei zu konfigurieren, wie wir möchten. Über die Verteilerköpfe einzeln verschlaucht an vordere und hintere Seeschiene und natürlich dann ja, haben wir auch die Möglichkeiten, unterschiedliche Tiefen zu fahren, all diese Sachen, die dann nachher im System interessant werden. Genau, vielleicht mal erläutern zu sagen, also man kann tatsächlich sagen, einer ist Saattank, einer ist Dünger und wir mischen das Ganze in dem Strom bei und legen das zusammen in der Saatrinne ab. Wir können aber zum Beispiel auch sagen, wir haben vorne die Leguminose, die Erbse, die packen wir hier in der Reihe etwas tiefer rein und hier haben wir ein paar flache Keimer drin, die packen wir in diesen Reihen flacher unter. Zu den Saatreihenabstand hast du gesagt, das waren 18,75. Gibt es die auch auf 16, gibt es die auch auf 25? In welchen Range stellt ihr da her? Genau, also die quasi die Abstände, die möglich sind, haben wir 16,67, 18,75. Das ist so das gängigste. 20 und 25 cm. 20 und 25, okay. Und ein Bereich ist auch noch so, der ist mir hier aufgefallen, den werden wir jetzt hier nicht so benutzen. Flüssigdünger. Könnt ihr jetzt fahren? Genau. Schon ein bisschen länger, neu entwickelt? Das Ganze gibt es schon länger. Das Schöne ist eben auch hier eine runde Sache über das gesamte Produktprogramm und hier ist von Agrisem und hier ist es halt so, die Maschine mit Flüssigdünger ausgestattet. Das heißt, man kann Dünger granuliert aus dem Tank fahren oder man kann flüssig fahren, hat dann quasi das Ganze separat verschlaucht, hier unten ans Char mit Tropfschutz und hat dann quasi in den Seeschlitz die Applikation. Mhm. Genau. Erzähl uns doch mal ein, zwei Worte genau, wie ist das Arbeitsprinzip dieses Chars? Also ja, ihr stellt das schräg an, aber ihr habt einen Einscheibenchar. Wie genau funktioniert das hier? Genau, also Einscheibenchar, in dem Fall 460 mm Durchmesser und einmal in Fahrtrichtung stark angestellt und auf der horizontalen ebenso. Dadurch wird der Boden aufgeschnitten, hier vorne mit der Scheibe quasi aufgeschnitten und hochgeleitet, das heißt quasi der Boden wird richtig aufgeschnitten und aufgeklappt. Das Sidewheel
hat die Aufgabe, den Bodenstrom zu führen. Dann wird über den Sekal quasi das Saatgut platziert und hinten über die Andruckrolle wieder geschlossen. Und dadurch haben wir eben auch den Untergriff-Effekt. Haben dann hier die Tiefenverstellung über Anschlag, über diese Skala, quasi die Tiefenführung hinten über die Andruckrolle. Dann kann man das Ganze feinfühlig anstellen. Und hier vorne haben wir die Skala für das Sidewheel. Das ist im normalen No-Till-Betrieb rein federbelastet. Das heißt, dass es nur dazu da ist, den Bodenstrom zu führen, dass wir auch keinen Boden gegen die Scheibe pressen und keine Sidewall-Compaction beim Sehen schon verursachen. Man kann es allerdings auch feinfühlig einstellen, wenn man jetzt Maschinen nochmal in einer extensiven Mulchsattel oder so fahren sollte, dass man da viele Möglichkeiten hat. Genau, für die nicht-englischsprachigen, die Sidewall Compaction ist die Seitenrandverdichtung. Was heißt das genau? Wir haben immer einen mechanischen Eingriff ja in den Boden und wir können auch dadurch unten eine Saat rein, also eine Saatrinnenverdichtung haben, aber wir könnten auch gleichzeitig an den Rand des Saathorizonts verdichten. Und damit wollt ihr das im Prinzip vermeiden. Der große Effekt ist halt einfach, gerade auch wenn es feucht wird und man jetzt Druck quasi auf diese Rolle geben würde, dann drückt man ganz, ganz schnell gegen die Scheibe und dann entstehen eben die Probleme. Und der nächste Vorteil natürlich auch an der Konstellation, man sagt ja auch in vielen anderen Bereichen, Länge läuft. Das ganze Schad durch die Aufbauweise ist so sehr viel ruhiger im No-Till-Bereich. Die Flächen, man hat eine unterschiedliche Stärke an der Organik, die oben aufliegt. Dann kommt man an Stein und so weiter, dass das Schad einfach ruhig die Tiefe hält und sicher und rüberläuft. Und deswegen ist es quasi so gemacht. Genau, also nochmal vereinfacht gesagt, hier ist tatsächlich der Unterschied. Hiermit wird die Tiefe geführt und das ist tatsächlich nur, ja, das Beiwerk, was sozusagen verhindert, dass der Erdstrom nach oben geht, dass das Ganze ein bisschen ruhiger liegt. Und ich bin ja jetzt schon ein paar Meter gefahren und muss sagen, das liegt wahnsinnig ruhig, das Gerät. Das ist schon beeindruckend. Es ist so ein bisschen Highlight, was man hier so sieht. Das sieht man bei anderen Herstellern nicht. Hier ist so ein kleiner Zyklon oben dran. Was habt ihr euch dabei gedacht? Wo ist da der Unterschied? Genau, das ist in diesem Fall der D-Cup. Können wir auch hier mal den Deckel aufmachen, dann kann man hier mal reinschauen. Zyklonprinzip, sprich, die Luft kann hier entweichen und das Ganze fällt mit Schwerkraft unten in den Seeschlitz. Hat den ganz großen Vorteil, wenn wir extrem unterschiedliche Saatguttypen oder Produktgüter dosieren, dann hat man ja immer die Herausforderung, welche Luftmenge fährt man. Und hier ist es eben so, dass wir mit relativ viel Luft fahren können, ohne dass man die Bedenken haben muss, dass man feine Komponenten wie Raps oder so pustet. Genau, und das ist tatsächlich ein Punkt, den man tatsächlich hat, wenn wir nur ein Gebläse haben und wir haben Raps dabei und wir haben Dünger. Für den Dünger, der relativ schwer ist, angenommen wir fahren Kieserit, müssen wir wirklich viel, viel, viel Luft fahren. Und das ist dann aber auch zu viel. Ja, dann könnt ihr euch das so vorstellen, wenn man ein normales System hätte, dann hat man ja sozusagen hier unten den Saatschlitz. Und dann ist das so viel Luft, dass das Rapskorn da aus der Saatrinne springt. Genau, das ist noch wichtig zu sagen. Dann, was noch wirklich hier auffällt bei der Maschine, die Reifen sind wirklich massiv. Da habt ihr schön Platz gemacht, damit man auch wirklich einen richtig großen Reifen fahren kann. Ist das die maximale jetzt Bereifung, die wir hier fahren können? Genau, das ist jetzt die maximale Bereifung. In diesem Fall jetzt 850, 50, R30,5. Hat natürlich in dem Fall den ganz großen Vorteil, dass wir so wenig Bodendruck wie möglich haben. Und gerade im No-Till-Bereich ist es ja auch wirklich wichtig, dass man den Boden schont, weil wir nachher nicht mehr groß nachkorrigieren können. Genau. Wenn wir uns jetzt mal die Maschine hier angucken, zwei Saattanks. Jetzt bestechen ja einige Hersteller schon mit drei oder vier Tanks. Wie sieht es da bei euch aus? Ja, in diesem Fall, also wir können die Maschine, wie am Anfang gesagt, modular aufgebaut. In der Mitte haben wir noch einen 280-Liter-Tank, auch mit vollwertiger Dosierung. Und man kann hinten dran noch den Tank von den großen 2000 Liter bekommen, natürlich ebenso mit vollwertiger Dosierung. Und wenn man dann vorne noch einen Flüssigdüngertank fährt oder den hinten drauf bauen möchte, dann hat man da quasi alle Tankmöglichkeiten und viele Kombinationsmöglichkeiten. Mhm. Gibt es da bei euch auch die Möglichkeit, noch Saat oberflächlich auszubringen oder ist es denn tatsächlich so, dass ich dann immer in allen Verteilerköpfen mit einmische? In diesem Fall, wenn es quasi so konfiguriert ist, dann ist es immer in den Luftstrom mit rein. Mhm. Das heißt, bei dieser Maschine ist es so ohne weiteres nicht möglich. Okay. So. Wir sind jetzt hier mal in die Fahrgasse reingefahren, weil tatsächlich hier sonst der Boden zu schnell zufällt. Und wollen hier mal einfach mal das Prinzip, glaube ich, zeigen, weil das sieht man, glaube ich, hier sehr, sehr schön, wenn man hier einmal mal so reinfährt. Das war auch tatsächlich euer Tipp, so mal ein bisschen zur Tiefenkontrolle. Gar nicht hier hinten irgendwie nach den Körnern erstmal suchen, sondern hier einmal ausheben die Maschine und gucken, wie jetzt die Saatkörner platziert sind. Ne? Was man, glaube ich, auch hier schön sieht, dass das so schräg eingeschnitten ist.
Und das ist, glaube ich, auch der Denkfehler, den ich anfangs hatte. Wenn man da so reinguckt, denkt man, oh, das liegt aber ein bisschen tief, ne? Aber tatsächlich, so ist es natürlich klar tiefer, als wenn man so misst. Und man sollte ja letztendlich so messen. Genau, und das nächste Sache ist natürlich auch, dadurch, dass der Boden, wie ja schon bereits gesagt, hochgeklappt wird hier, das sieht man ja auch schön, täuscht es natürlich auch immer ein bisschen, das sieht viel höher aus. Wenn wir, ich sage immer, der Referenzpunkt ist besser hier hinten, wo die andere Rolle schon rübergelaufen ist. Genau, aber wenn man das jetzt hier sieht, wir sind tatsächlich in der Fahrgasse vom Vorgewinde. Der Boden ist wirklich hier maximal hart. Wir fahren auch hier nur mit 20 Bar Druck. Du hast ja vorhin schon einmal erklärt, aber du kannst das auch gerne mal den Zuschauer erklären, warum Druck gar nicht so entscheidend hier genau, genauer ist. Ich habe das jetzt vergessen. In diesem Fall hier mit dem Undercutcher ist halt der Vorteil, dass wir durch den Untergriff diese extremen Schardrücke gar nicht brauchen. Das heißt, das Schard zieht sich so stark ein, dass wir einen reinen Haltedruck fahren, der einfach dafür da ist, das Schard zu stabilisieren und es zu beruhigen, dass es einfach sicher die Tiefe hält, was dann den ganz großen Vorteil natürlich in dem Zugkraftbedarf und im Dieselverbrauch hat und im Endeffekt natürlich auch bei den Kosten. Genau. Genau, ich wollte hier mal ein bisschen gucken, wie das jetzt hier liegt. Also ihr seht tatsächlich, dass wenn man das jetzt hier beiseite macht, das liegt wirklich auch richtig schön gebettet. Und ich glaube, das ist auch wirklich eure Stärke da, dieser Undercut, dieser Unterzug, dass sich das richtig schön reinzieht. Und man merkt das auch, sobald man das Gerät runter macht, dann gehen die Scheiben wirklich richtig schön rein in den Boden und ziehen sich da ohne Probleme rein und müssen da nicht mit Druck da irgendwo rangeführt werden. Ne? Genau. Vielleicht nochmal was zum Thema Hairpinning. Kann man hier? Ja. Hairpinning ist natürlich auch immer so ein Thema, was im No-Till-Bereich natürlich heiß diskutiert wird, auch zu Recht. Und mit diesem Char, wie man hier schön sieht, haben wir einfach ein paar Vorteile, um dem Ganzen zu begegnen. Die erste Sache ist natürlich, dass der schräge Schlitz mehr Weg hat, um das Stroh und die Organik vernünftig zu schneiden. Und das nächste ist auch, dadurch, dass der Schlitz hier aufgeklappt wird und dann auch wirklich ein Spalt da ist, das Saatgut appliziert wird und dann wieder von oben angedrückt wird, ist der Bodenkontakt, der Bodenschluss viel, viel besser. Und wir können dadurch wirklich das Hairpinning-Problem wirklich stark minimieren. Genau. Man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass das hier so schräg aufgeklappt ist und selbst wenn, ich sag mal, das nicht wieder angedrückt wird, haben wir ja trotzdem Witterungsprozesse, die den Boden ja trotzdem wieder nach unten ziehen. Wir haben ja gar nicht so diese Saatrinne, die eigentlich offen stehen bleiben kann, sondern es ist ja untergeführt, ja? Genau. Ich meine, es ist natürlich klar, wie plastisch ist der Boden, ist dann immer so ein bisschen die Frage. Aber im Normalfall, genau, wenn es das Ganze noch setzt, dann hat man auch den Effekt noch. Okay. Lass uns doch noch einmal noch mal kurz ein bisschen über Char sprechen. Wie stellt man die Tiefe ein? Was gibt es da Besonderheiten? Was gibt es da zu beachten? Genau, also hier das Undercut Char. Einmal jedes Element mit dem Parallelogramm einzeln aufgehängt. Hier mit dem Hydraulikzylinder, der für die 20 Bar Haltedruck verantwortlich ist. Dann hier hinten die Tiefenbegrenzung und die Andruckrolle, die hier über diese Skala per Anschlag verstellt wird. Dann auch feinfühlig mit ganzen oder halben Stufen und dann haben wir hier vorne das sogenannte Sidewheel, was im No-Till-Bereich rein dafür da ist, den Boden Strom zu führen, ist hier federbelastet, hat den Grund, dass wir den Boden nicht gegen die Scheibe pressen und da keine Sidewall Compaction, also keine Saatwandverdichtung produzieren, gerade unter Feuchtbedingungen, sehr, sehr wichtiger Punkt. Das Ganze hier auch nochmal ebenso mit einer Skala, die feinfühlig eingestellt werden kann, bestückt. Hat den ganz großen Vorteil, wenn man mal in einer extensiven Mulchsaat mit der Maschine fahren sollte, dass man sie einfach feinfühlig einstellen kann auf Bodenbearbeitungsbedingungen. Und das zeichnet die Maschine unter anderem auch ein Stück weit mit aus, dass es eben eine Maschine ist, mit der man auch umstellen kann. Mhm. Da geht das Ganze hier weiter. Dann haben wir hier einmal den D-Cup, das Zyklonprinzip, dass wir da wirklich die Luft loswerden und das Saatgut mit Schwerkraft runterfällt. Dass wir, wenn wir Raps und Dünger zusammen ausbringen, dann hat man ja klassisch immer das Problem mit den Luftmengen. Und hier haben wir eben den großen Vorteil, dass wir wirklich die Luftmenge fahren können, um den Dünger sicher zu fördern und trotz dank des D-Cups auch den Raps nicht aus der Rille pusten. Genau, da haben wir auch vorhin schon ein bisschen außerhalb der Kamera drüber gesprochen. Ich habe nach einer Saatreihenüberwachung gesprochen und ihr habt da gesagt, dadurch, dass ihr wirklich immer mit viel Luft fahren könnt, habt ihr kaum bzw. keine Probleme mit Verstopfung. Natürlich kann das immer mal sein mit Saatunreinheiten, mit Stroh da drin, kann sich immer mal was verstopfen. Aber in der Regel ist es natürlich dann deutlich geringer, weil man natürlich mit höherer Geschwindigkeit das Ganze da durchschießen kann. Genau, und die nächste Sache ist auch aus der Praxis heraus, der D-Cup ist auch eine optische Saatgutüberwachung. Wenn man nämlich mal das Char zufährt, dann hat man hier einen Springboden, weil dann nimmt die Luft quasi das Saatgut mit raus und dann hat man auf dem ganzen Rahmen irgendwann das Saatgut liegen. Das sieht man dann einfach irgendwann. Genau, der Punkt mit der Elektronik ist immer ganz schön irgendwie, aber über die Jahre
ist einfach so die Erfahrung, stumpf ist teilweise Trumpf. Man hat über Jahre kommen immer mal wieder Sensorprobleme, dies, das, jenes. Und das belastet einen immer so ein bisschen im Arbeitsalltag. Und manchmal ist es auch ganz nett, wenn man auf Elektronik verzichten kann. Ja? Genau. Hier vielleicht nochmal weitergehend, weil wir schon einmal beim Decap sind. Man sieht ja hier die zwei Seetüllen. Das sind keine zwei verschiedenen Ablagetiefen, sondern die sind dafür da. Der Seekeil ist keilförmig, wie der Name schon sagt, angeordnet. Das heißt, wir haben hier vorne einmal den unteren Ausgang für die feinen Sachen, die sauber platziert werden müssen, gerade auch wenn man flach drillt, wie einen Raps oder ganz feine Zwischenfrucht. Und dann haben wir hier hinten einmal den zweiten Ausgang, der sitzt deutlich weiter oben, hier, für die ganzen Sachen, die Durchgang brauchen. Gerade wenn wir dann über grobkörnige Leguminosen in großen Mengen reden, dass wir die Maschine da wirklich fein einstellen können. Und dann kann man hier eben die zwei Seetüllen wählen, wie man das braucht. Und dann wird es einfach runtergezogen und darauf geschoben. Genau. Dann im Prinzip den Deckel hier einmal runter. Den Schlauch einmal hoch, umstecken und wieder raufschieben. Genau. Jetzt klemmt er da hinten gerade ein bisschen. So. Und das war's im Prinzip. Und dann sind wir bereit, auch wirklich viel Menge grobkörnige Leguminosen zu fahren, weil sie einfach unten im Auslauf ein bisschen mehr Platz haben, ein bisschen weiter hinten rauskommen. Und ist, glaube ich, auch eine interessante Lösung. Auf jeden Fall. Und dann haben wir hier eben noch die Flüssigdüngung, die man ja vorne mit dem Wilger Ballflow Kit, den Schaugläsern, schon gesehen hat. Hier in dem Fall mit Tropfschutz. Flüssigdüngung ist natürlich gerade auch im Notölbereich immer eine schöne Sache, weil man eben erstmal einen komplett separaten Kreislauf zur Dosierung des Düngers hat. Dünger in der Maschine fahren, da muss man immer sehr penibel mit Waschen sein, weil sich natürlich der ganze Düngerstaub überall hinlegt und die Maschine angreift. Und hier hat man dann wirklich komplett das separat das Ganze zu dosiert und man hat natürlich die ackerbaulichen Vorteile von der Flüssigdüngung. Absolut. Flüssigdünger wird, glaube ich, immer interessanter. Und was man, glaube ich, bei vielen Herstellern sieht, gerade dieses Jahr, sie stellen alle irgendwo eine Range mit Flüssigdüngung vor. Hat wirklich, wirklich viele ackerbauliche Vorteile. Das muss man absolut so sagen. So, wir sind jetzt in der Kabine angekommen und gucken uns mal die Bedienoberfläche an. Ihr macht das ja jetzt noch mit einem Tablet. Genau. Und ich würde mal sagen, stellen Sie erstmal die ganze Variante mit einem Tablet vor. Genau, also hier erstmal von der gesamten Bedienoberfläche für Agrisem speziell entwickelt. Wir haben hier einmal die zwei Tanks. Hier würden dann natürlich auch alle Tanks angezeigt werden, die die Maschine verbaut hat. Unter den Tanks kann man nochmal sagen, hier haben wir den Zielwert, auf den wir abgedreht haben. Ist in diesem Fall so wenig, weil wir aus beiden Tanks drillen und wir dann ja auf die richtige Kilogramm pro Hektar Menge kommen wollen. Und darüber zeigt er dann im fahrenden Betrieb die Menge an, die auch wirklich austritt. Genau. Aber theoretisch ist es natürlich auch möglich. Wir haben zwei Sorten gleichzeitig dabei. Meinetwegen, wir haben von einer Sorte nicht mehr so viel und wollen aber schon eine neue Sorte mitnehmen. Das heißt, wir können in einer eine Sorte machen mit einer Abdrehung und lassen den sozusagen mitlaufen und den noch nicht. Und wenn der eine leer ist, switchen wir auf den anderen und haben die andere Sorte schon dabei. Genau, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Genau, wie würde ich das denn Ganze einfach hier drauf tippen und dann gebe ich den quasi frei? Genau, jetzt sind sie entsperrt, ja. Jetzt drillt er und jetzt kann man ganz normal fahren. Unten rechts vielleicht auch nochmal wichtig ist vordosieren, also quasi das Uhrsymbol, dass er quasi die ganzen Tanks vordosiert, ist ja bei einer Luftmaschine auch immer wichtig. Genau, wenn wir auch jetzt meinetwegen in der Ecke reinstoßen, lassen wir sie runter, drücken wahrscheinlich da einmal an, damit wir das Saatgut anfängt zu fließen und dann rollen wir raus. Genau. Ja. Dann haben wir hier oben einmal das Geschwindigkeitssignal, hier. Dann haben wir daneben einmal die Gebläseumdrehung und daneben einmal die Hektarleiste. Genau, dann haben wir hier oben haben wir die Fahrgassenschaltung. Da sieht man dann quasi den Rhythmus, den man eingestellt hat und ob die Fahrgasse wie in diesem Fall gesperrt ist, also dass wir gar keine Fahrgassen drillen oder wie sie halt weiterschaltet. Dann haben wir hier die zwei Tanks. Das ist ein Ampelsystem von der Füllstandsmessung her. Also quasi die Sensoren haben jetzt in diesem Fall die beiden Tanks grün, sind voll. Und wenn sie dann nachher leer werden, wird es gelb, rot, so dass es quasi dadurch angezeigt wird. Hier in der Mitte kann man dann quasi einen Wert eingeben, wie viel Menge man da drin haben möchte. Da sagt man ihm jetzt einfach, okay, wir haben jetzt gerade 1000 Liter eingefüllt. Und dann rechnet er sich das selber runter. Genau, wir sehen wahrscheinlich, das Ganze ist relativ neu entwickelt, sodass wir überall noch nicht die deutsche Sprache drin haben. Genau, da gibt es auch gibt es Updates, dass das dann alles richtig perfekt übersetzt ist. Das ist einfach im laufenden Betrieb, muss man so ehrlich sein, Änderungen machen, hat immer ein gewisses Risiko. Deswegen machen wir sowas gerne außerhalb der Saison.
Das Ganze, muss man auch dazu sagen, habe ich vorhin schon gesehen, das basiert auf einer Windows-Oberfläche. Das heißt, das ist hier ein ganz normales Tablet mit Windows-Oberfläche und das ist tatsächlich ein Programm, was man dann darauf startet. Genau. Der große Vorteil an der Geschichte ist, das Ganze funktioniert über WLAN von der Maschine. Das heißt quasi, man kann sich ganz normal mit einem Windows-Tablet, was man überall kaufen kann, einwählen. Wenn das Tablet mal kaputt geht, kann man ein anderes nehmen. Wenn mal ein Software-Update dran ist, ist man flexibel. Dann wird einfach was anderes aufgespielt und dann ist man auf dem neuesten Stand. Das macht natürlich den Service für das Ganze auch reaktiver. Und der große Vorteil ist, man kann sich dann quasi seitens des Herstellers das so zurechtbauen, wie man es möchte. Genau, also ein Vorteil ist auch, die Updates können selber durchgeführt werden. Ich habe das dieses Jahr bei Isaria durch, die haben ein ähnliches Konzept. Da kriegst du einfach eine Update-Datei geschickt, spielst sie selber auf, ist super leicht, wie auch bei deinem Rechner zu Hause, machst selber die Updates, da muss keine Werkstatt mehr ran. Das ist natürlich flexibel. Genau. Und hier natürlich auch ein schöner Vorteil, wenn wir dann zum Abdrehen kommen nachher, man kann so ein Tablet immer mit runternehmen, was dann, wenn man mehrere Tanks abdrehen muss, natürlich auch eine schöne Erleichterung ist. Mhm. Genau. Du sagst es schon gerade beim Abdrehen, wie gehen wir da vor, wo finden wir da das Menü? Genau, einmal auf das Zahnrad und dann auf das Fadenkreuz, das dritte von oben, genau. Und hier haben wir jetzt quasi an der Seite sind die drei Dosierer, beziehungsweise in diesem Fall die zwei Dosierer, sind da angezeigt. Da kann man dann durchwählen und dann gibt man hier ganz normal seinen Sollwert Kilo pro Hektar ein, die Geschwindigkeit, die man fahren möchte und drückt dann Start. Dann fängt der Dosierer selbstständig an zu drehen, bis man Stopp sagt und dann wiegt man ganz normal. Okay. Für die Leute, die sich jetzt hier fragen mit der Geschwindigkeit, da kommen Fragen auf, ich weiß das. Nein, der ermittelt natürlich auch selber die Geschwindigkeit beim Fahren und passt die Dosierung damit an. Das ist erstmal nur der erste Anhaltswert der Maschine. Genau, da haben wir quasi hier unten den Geschwindigkeitsbereich, den er sich dann selber errechnet. Genau, mit der Dosierwalze, das ist auch das, was man bei anderen Herstellern kennt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Feinsaaten drillt oder in dem Bereich muss man natürlich eine andere Dosierwalze wählen oder auch Zwischenfrucht ist gerade mal so ein Punkt, wo man manchmal abdreht und sieht, ah, ist klar, die Dosierwalze passt gar nicht richtig. Ich kann damit maximal 6 km/h fahren oder. Ne? Das ist immer ganz interessant, dass man den Faktor da sieht. Genau, und dann hat er hier auch unten halt die Funktion, dass er sagt, Dosierrotor passend. Also da hilft einem dann auch die Software. Okay. Ja, ich würde wirklich sagen, es ist sehr simpel aufgebaut. Was finden wir hier oben noch? Genau, da kann man mit einem Code, mit einem Service-Code Dinge einstellen. Ja. Gerade die Maschine ist ja modular. Wenn es dann mehr Tanks gibt und so weiter, muss man die ja einlernen. Ja. Genau. Aber das ist tatsächlich eher ein bisschen dem Service vorbehalten, so wie das mit dem Code. Das heißt, da soll man nicht als normaler Mensch einfach mal so hinter und ein bisschen umherfummeln. Genau. Genau, da haben wir die Fahrgassenschaltung. Da kann man die Rhythmen quasi einstellen, wie man das möchte. Entweder selbstständige Sequenzberechnung, indem wir hier unten die Arbeitsbreite der Spritze eingeben und man dann vorwählt, fängt man links rum an, rechts rum an und sagt dann bitte berechnen. Oder man kann das Ganze auch eigenständig einstellen, indem man dann quasi hier oben die Reiter aufmacht und sagt, halbe Fahrgasse links, halbe Fahrgasse rechts, Fahrgasse in der Spur bitte. Genau. Genau, hier haben wir einmal die gesamte Einstellung der Warnung. Also quasi hier kann man einmal an- und ausstellen, was man alles haben möchte. Hat man hier im Endeffekt einmal die Modulverbindung, dass er meckert, wenn der Dosierer steht, die Füllstandssensoren für den Tank, die Gebläsedrehzahl und die Saatflusssensor. Genau, und hier ist dann quasi auch das große Menü nochmal mit dem Service-Code, wo man dann die ganze Maschine und die ganze Software konfigurieren kann. Mhm. Ich glaube, relativ simpel aufgebaut für den Nutzer, für den Anwender. Der findet wirklich nur das, was er finden soll, oder? Also genau. Ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber die Maschine ist hier kabellos mit dem Tablet verbunden über WLAN. Das Ganze muss man sagen, bis jetzt, wir haben ein paar Mal hier gestartet durch wegen den Dreharbeiten und das Ganze hat sich jedes Mal ohne Probleme wieder verbunden. Das war schon 4-5 Mal. Und da sind jetzt vorerst erstmal keine Fehler aufgefallen. Genau, ein Punkt ist, glaube ich, den wir noch ein bisschen erwähnen müssen. Wie sieht die Zukunft aus mit Isobus? Oder gibt es Isobus bei euch? Wie sieht das aus mit Applikationskarten pro Tank? Was ist da geplant? Genau, da ist erstmal, da kommt auf jeden Fall was für 24, haben dann alle Maschinen Isobus und Section Control. Das heißt quasi, man hat dann das Ganze auch auf den Schlepperterminal, wenn man das möchte. Und dann kann man natürlich auch Applikationen fahren. Genau.
Genau, dann würde die Applikationskarte ja über den Schlepper laufen, wie man das auch gewohnt ist und kennt. Und dann sicherlich auch, dass man pro Tank eine eigene Karte machen kann, ist sicherlich in Zukunft geplant. Die Schlepper können es ja inzwischen, muss man ja sagen, die haben ja mehrere Booms und von daher funktioniert das, denke ich, auch mal. So, wir sind jetzt hier im Bestand reingefahren, was man jetzt auch wirklich schön sieht. Hier beide Dosierer drehen. Die sind jetzt hier grün eingeblendet. Hier unten ist die Sollvorgabe, die 53 Kilo pro Dosierer. Und hier oben sind die 53 Kilo, die dann auch wirklich tatsächlich ankommen. Hier zählt er jetzt die Menge runter, die wir da erstmal eingegeben haben. Ist natürlich nicht super exakt. Ne? Man muss sagen, da gibt es natürlich Abweichungen. Aber unterm Strich ist das schon ein interessanter Anhaltspunkt. Und mehr gibt es tatsächlich auch gar nicht so zu beachten und zu sehen. Also hier oben haben wir die Gebläsedrehzahl, die sich jetzt verändert. Hier ist der Hektarzähler, den man jetzt auch hier sieht. Und hier unsere aktuelle Fahrgeschwindigkeit. Fahrgeschwindigkeit hast du gerade schon gesagt. Ihr sagt 7,5 bis 10 km/h, glaube ich, war das gerade, ne? Genau. Genau, das ist ungefähr der Bereich, in dem man sich bewegt. Man muss natürlich wissen, je mehr Geschwindigkeit, irgendwann kommt automatisch ein gewisser Till-Effekt, so ein Bodenbearbeitungseffekt hinzu, weil irgendwann wird die Erdbewegung immer döller, der Erdwurf wird immer mehr, sodass das auch nachher nicht mehr so ansprechend aussieht, wie man das im No-Till-Bereich ja gerne hätte. Genau. Ja, besonders dann, wenn es an die Thematik geht, dass man so wenig zum Keimen anregen möchte wie möglich. Jetzt auch vielleicht in Richtung Ackerfuchsschwanz und so weiter. Wenn Leute falsches Saatbett oder ähnliches machen, das wäre dann natürlich nicht No-Till, aber dann geht es immer in die Richtung, so wenig Boden bewegen wie möglich. Und dann ist das natürlich wichtig, dass man dann auch ein bisschen sich Zeit lässt. Genau. Ich sage erstmal Dankeschön für diese schöne kleine runde Vorstellung. Und den Rest sehen wir dann in den nächsten Videos, Leute. Dann machen wir mal unsere paar Hektar hier, dann drehen wir das Ganze nochmal oder ich mit euch dann nochmal ab und gucken wir, wie sind die Bedingungen. Ich habe da oben schon mal ein paar Lagernester im Raps gesehen, wie geht die Maschine da unter und bis zum nächsten Mal, sage ich dann. Ciao, ciao. Danke, ciao.